Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Schönen guten Morgen zusammen. Ein Unternehmer, der in seinem Land Schuhe erfolgreich verkaufte, wollte sein Geschäft erweitern. Er schickte einen seiner Vertrauten ins Ausland und sagte ihm: Forsche nach, ob wir dort unser Geschäft nicht erweitern können. Der Mann ist hingefahren. Als er schon auf Rückreise war, sandte der Unternehmer einen anderen Geschäftsmann mit derselben Aufgabe hin. Der erste berichtete nach seiner Rückkehr: Chef, alles vergeblich. Es ist uns unmöglich, dort ein Schuhgeschäft aufzumachen. Ich bin durch das ganze Land gefahren und habe festgestellt, die Einheimischen tragen keine Schuhe. Nach kurzer Zeit kommt ein anderer und berichtete: Chef, eine richtige Entscheidung wäre, in dem ganzen Land ein Netz von Geschäften aufzubauen. Die Einheimischen haben keine Schuhe und im ganzen Land gibt es keine einzige Schuhgeschäft. Man sagt, alle haben den gleichen Himmel, aber nicht alle den gleichen Horizont. In unserem täglichen Leben gibt es grundsätzlich zwei Gesichtspunkte. Zwei Gesichtspunkte, von denen sich die Menschen leiten lassen. Die Sichtweise des verirrten Menschen und die Sichtweise des Menschen, die Sicherheit in Gott hat. Die Perspektive der Verirrten ist auf die irdische Existenz ausgerichtet. Für ihn ist das am wichtigsten, was hier und jetzt geschieht. Er sagt: Ich bin völlig abhängig von meiner Regierung, von den Staatsoberhäuptern, von den einflussreichen Menschen um mich herum. Eine ganz andere Haltung nimmt der Mensch ein, der unter der Herrschaft Gottes lebt. Er sagt nicht: Ich bin völlig abhängig von den Entscheidungen der Machthaber des Landes, in dem ich lebe. Ich lebe aus der Perspektive des Reiches Gottes, in dem Gott der oberste Herrscher ist, der die Schicksalsfragen seiner Bürger bestimmt. So eine Lebenseinstellung beizubehalten, ist ihm ein heißes Eisen. Man muss sich immer wieder prüfen, darum geht es in meinem heutigen Thema, das irdische Reich ist nicht das Zuhause eines Christen. Das irdische Reich ist nicht das Zuhause eines Christen. Und nun, wie sieht es mit 1. Mose Kapitel 14 im Zusammenhang? In Kapitel 14 lesen wir die Geschichte von zwei Menschen und den Umständen, die ihre wahre Identität erfüllen. Und in einem wird uns gezeigt, dass nicht ein irdisches Reich sein Leben bestimmt, sondern Gott, der sein Reich aufrichtet. Wenden wir uns gemeinsam dieser Erzählung zu. Und es geschah zuerst zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinia, Arioks, des Königs von Elasar, Kedola Omers, des Königs von Elam und Tidials, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Semeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedola, Omer und Tatan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kamen Kedola, Omer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaita in Astaroth-Kanaim und die Susita in Ham und die Emita in der Ebene Kiriataim, auch die Horita auf ihrem Bergland Seir, bis nach El Paran,
das in der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen die ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hatzezon-Tamar wohnten. Die Könige, die in Kanaan ansässig waren, haben den König Kedorlaomer 12 Jahre lang Tribut gezahlt und anschließend gesagt, wir wollen ihnen nichts mehr geben. Sie waren gezwungen zu bezahlen, um ihre Existenz zu sichern, aber sie wollten das nicht mehr. Schluss damit. Dann bildeten diese 4 Könige mit ihren Streitkräften eine gemeinsame Armee und kamen, um allen zu zeigen: Wollt ihr mir nicht mein Tribut zahlen? Ich werde kommen und meinen Tribut einfordern. Wir befinden uns im Nahen Osten zwischen dem Toten Meer und Damaskus, etwa im Jahr 2130 vor Christi Geburt. Und Gott möchte, dass wir uns die politische Situation in dieser Zeit vorstellen können. So sieht der historische Hintergrund in diesem Teil der Geschichte aus. Ab Vers 8 weiter. Da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar ist, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Sidim, gegen Kedorlaomer, dem König von Elam, und Tidial, dem König von Goyim, und Amraphel, dem König von Sinjar, und Arioch, den König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Sidim hatte aber viele Asphaltgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Was hier ins Auge fällt, ist, dass der Autor diese Geschichte gar nicht die Schlacht beschrieben hat. Er erzählt uns, dass die 5 Könige ihre Armee in Schlachtordnung aufgestellt haben und dann von Schlachtfeld fliehen mussten. Vers 11. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Die Starken kamen und nahmen den ganzen Besitz und alle Vorräte mit. Und gingen wieder. Vers 12. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Wenn wir die bisherige Lebensgeschichte dieses Mannes kennen würden, hätten wir erfahren, dass er sein Zelt in der Nähe der Stadt Sodom aufgeschlagen hat. Der König dieser Stadt musste von den Bewohnern der Stadt einen Tribut antreiben, um ihn einen anderen mächtigen König weiterzugeben. Als er das nicht mehr machen wollte, kam der wahre Machthaber mit seinen Verbündeten und nahm alles, was er wollte. Sie haben auch Lot beraubt und nahmen ihn als Geisel mit. Er war ein Ausländer. Er war ein Ausländer, genauso wie Abraham. Aber er war in seiner Sichtweise anders als Abraham. Im Gegensatz zu Abraham suchte Lot die Vereinigung mit einem Volk. Abraham tat es nicht. Denn Gott hat ihm versprochen, dass er derjenige sein wird, von dem ein großes Volk hervorgehen wird. Auch heute gibt es viele Menschen, die wie Lot denken. Sie wollen gerne mit bedeutenden Nationen Bündnisse eingehen, sich ihre Gesellschaften anschließen, sich ihre Kultur zu eigen machen. Dabei ignorieren sie die Vielzahl von Verdorbenheit, von Sünden in diese Gesellschaften. So wie Lot die Verderbtheit von Sodom und Gomorra
nicht aus Perspektive Gottes beobachtet. Vieles in dieser Stadt Sodom stand unter dem Schutz des Königs. Sein Reich war attraktiv für diejenigen, die gut leben wollten. Die Texte, in denen von Lot die Rede ist, berichten über seinen Reichtum. Man kann ihm nicht unterstellen, dass er sich von der Sünde in Sodom verführen ließ und sich deshalb dort niederließ. Nein, auf keinen Fall. Er wurde vielleicht in diese Stadt wegen ihrer Sicherheit, einer strukturierten Gestaltung und Stabilität des Lebens angesprochen. Dort hätte er unter dem Schutz des Königs von Sodom leben können. Aber am Ende hat man ihn als Geisel genommen. Schauen wir uns Abraham an und sehen wir, wie sehr er sich von Lot unterscheidet. Er hat eine ganz andere Auffassung von seiner Wanderschaft. Vers 13. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebinten Mamres wohnte, des Amoritas, der ein Bruder von Eschkol und Anna war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Es ist interessant, dass ein Überlebender zu Abraham, dem Hebräer, kam und ihm erzählte, was vorgefallen ist. Wir haben zuvor von verschiedenen Nationen gelesen und sie werden als Völker bezeichnet. Abraham ist allein. Um ihn herum sind organisierte und strukturierte Menschengruppen, Gesellschaften, die als Völker dargestellt sind. Abraham ist nicht ihr Teil geworden. In Vers 13 lesen wir das Wort Hebräer. Das Wort wird hier in Singularform verwendet. Aber er spricht bereits von einer Nation, Abraham, Hebräer, von dem Volk, das aus Abraham hervorgehen würde. In den Augen anderer Könige ist er unbedeutend, aber er ist bereits der Repräsentant eines ganzen Volks, obwohl er bis jetzt keinen Sohn hatte. Er steht allein und er ist Abraham, der Hebräer. Er ist der einzige Hebräer im Nahen Osten und wahrscheinlich viele Araben freuen sich. Und dies ist der erste Unterschied zwischen den beiden Fremdlingen im Lande. Der eine wollte sich einem Volk anschließen, der andere will ein Volk werden. Es gibt viele Menschen, die von anderen Menschen beschützt werden wollen. Sie wollen nicht selbst denken, wenn es andere wichtigste Menschen gibt. Lot war einer von ihnen, aber verurteile ihn nicht so schnell. Er ist nicht derjenige, zu dem Gott kam und sprach, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das war nicht seine Bestimmung, deshalb machte er sich auf und suchte nach einem Ort, der ihm gehören wird. Gleichzeitig suchte Abraham nicht nach seinem Platz auf dieser Erde. Er gehört zu einem anderen Reich, einem Reich, das er jetzt noch nicht sehen kann. Er hat nicht einmal eine Vorstellung davon, was es sein wird, wie und von wem es errichtet wird. Er gehört zu dem Reich, das ihm verheißen wurde, aber noch nicht gekommen ist. Wie sieht es mit dir aus? Glaubst du an ein solches Reich auch wie Abraham? Gehörst du zu einem Reich, das noch nicht gekommen ist? Oder glaubst du wirklich, dass deine Zukunft davon abhängig, was mit der Nation geschieht, in der du lebst? Welche Art von Staatsbürgerschaft schließt du dich an? Bist du ein Bürger eines zukünftigen Reiches, das noch nicht gekommen ist? Oder eines Reiches, in dem du vorübergehend unterwegs bist. Wenn du die Nachrichten hörst, was in dieser Welt geschieht, wie sich alles in eine große Mülldeponie verwandelt,
Das ist aber nicht eine Nachricht aus deinem Reich. Oder irre ich mich? Korrigiere mich bitte. Das ist nicht dein Haus. Es ist so, wie wenn du siehst, dass dein Nachbar sein Haus in eine Farbe streicht, die du nicht magst. Aber es ist sein Haus. Es gehört dir nicht. Kümmere dich um dein Haus. Abraham hält sich für einen Mann, der zu einem Reich gehört, das er nie gesehen hat, das noch nicht gekommen ist. Er gehörte zu einem Reich, das bedeutsamer ist als alle anderen Reiche auf der Erde. Wenn du zum Reich Gottes gehörst, ist es unwichtig, in welchem Zeitabschnitt der Geschichte du lebst, in welchem Teil der Erde. Du lebst in Erwartung des zukünftigen Reiches, den Gott in seinem Plan festgelegt hat. Abraham glaubte das. Und schau, wie er sich deswegen verhält. Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobte Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis dann. Wir haben bereits festgestellt, dass Abraham so lebt, als würde er eine große Nation werden und sich deshalb nicht mit anderen Nationen zusammenschloss. Zu diesem Zeitpunkt hatte 318 Männer in seinem Haus ausgebildet. 318 Männer sind in dieser Situation nicht viel, aber versuche einmal die Waffenrüstung für 318 Männer zu finden. Versorge sie mit allem, was sie zum Schlacht brauchen, nicht um sich zu verteidigen, sondern um die andere bewaffnete, organisierte, zu Krieg ausgebildete und erfahrene in Strategie und Taktik anzugreifen. Wenn man in die Geschichte zurückblättert, um zu sehen, wie es zu der Trennung zwischen Abraham und Lot kam, dann stellt man fest, die beiden Männer hatten sehr viel Klein- und Großvieh, Diener und Reichtum. Die beide stinken nach Geld. 1. Mose 13, 6 besagt, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihr Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Deshalb trennten sie sich und gingen in die verschiedenen Richtungen. Nur ein Kapitel vor diesem Ereignis entfernt haben wir erfahren, dass Lot genauso viele Ressourcen, Möglichkeiten und Chancen hatte wie Abraham. Aber er hat sich von einem anderen Volk abhängig gemacht. Dies hat ihn zu einer Niederlage und Gefangenschaft geführt. Das passiert mit Menschen. Man beginnt auf andere Menschen zu schauen, anstatt auf Gott. Und das wird zur Gewohnheit im Leben. Dann kommt die Not. Man sucht Hilfe in der waagerechten Richtung, anstatt in der senkrechten. Und man scheitert. Abraham war im Gegensatz zu Lot in der Lage, vertikal zu schauen. Im ersten Buch Mose sehen wir mehrere Beweise davon. Aber schon jetzt hat Abraham es begriffen, die Umstände und Ereignisse vertikal zu betrachten. Das prägt sein Denken, das prägt sein Tun und das steuert seine Investitionen. Wir haben mit euch gelesen, dass vier Könige gerade fünf anderen Könige eine schwere Niederlage zugefügt haben. Kedorlaomer, der gemeinsam mit seinen Verbündeten auf ihrem Feldzug in den Süden siegreich geworden. Danach kämpften sie erfolgreich gegen Sodom und Gomorra. Abraham bewaffnete seine 318 Männer und sagte ihnen: Wir werden ihnen nachjagen, um Lot zu befreien. Er schaut die Realität um ihn herum nicht auf horizontaler Ebene an. Er macht sich keine großen Hoffnungen auf Streitwagen und Reiter.
Er setzt einfach sein Vertrauen auf den obersten Herrscher, der über alles thront, der ihm versprochen hat, dass aus ihm ein großes Volk hervorkommen wird. Und zu diesem Moment der Geschichte hat er keinen Sohn. Unfassbar. Vers 13. Wir wenden uns Eschkol und Anna zu. Und hier ist etwas Wichtiges für uns zu beachten. Abraham lebt unabhängig von anderen Menschen, aber er hat Verbündete. Abraham lebt unabhängig von anderen Menschen, aber er hat Verbündete. Er ist nicht zu einem Mann geworden, der zwei Reiche in seinem Kopf behält. Wir sehen auch nicht als einen Mann, der sagt, ich gehöre nur zum Reich Gottes und deshalb will ich mit keinem in dieser Welt etwas zu tun haben. So wie die Mönche damals. Ja? Er macht sich nicht abhängig von Menschen, aber er hat Bundesgenossen. Es ist ganz wichtig, anhand von Abrahams Geschichte zu verstehen, wir sind nicht dazu aufgerufen, uns von der Welt abzuschotten. Wir sollen Verbündete haben. Wir sind Menschen, die Gott vertrauen und zu seinem Reich gehören. Aber wir erkennen, wie wichtig es ist, Verbündete zu haben. Verbündete, die Gott uns schenkt. Es können auch Menschen sein, die nicht zum Reich Gottes gehören. Schlagen Sie mich nicht dort. Wusstest du, dass unser Gott sehr oft verdorbene Sünder benutzt, um sein Volk zu helfen? Es gibt Gläubige, die andere verurteilen und verwerfen. Sie sagen, unser Handwerker, unser Zahnarzt, unser Kfz-Mechaniker müssen unbedingt gläubig sein. Sie müssen genau dieselbe Theologie haben wie wir, sonst wollen wir ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen. Soll das wirklich sein? Sag mir bitte, wie können wir dann den großen Auftrag Christi erfüllen, wenn wir so denken? Gott kann Menschen außerhalb unseres Reiches benutzen, um uns durch sie zu segnen. Wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, werdet ihr euch daran erinnern, wie oft Gott euch den Menschen gesandt hat, die keine Bürger des Himmelsreiches sind, und sie haben euch geholfen. Stell dir vor, jemand versucht, in dein Haus einzubrechen, um dich auszurauben. Er schlägt gegen deine Tür und droht dir. Du sitzt einen Anruf an die Polizei und betest sie, dir auf jeden Fall einen christlichen Polizisten zu schicken, weil du sonst ihren Schutz nicht in Anspruch nehmen willst. Verstehst du, wie lächerlich dieses Denken sein kann? Gott benutzt Ungläubige, um die Gläubige zu segnen. Abraham ist unabhängig von Menschen, aber er hat Verbündete. Das müssen wir von Abraham lernen. Verse 15 und 16. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie, die vier Könige, mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hobah, das zu linken von Damaskus liegt. Kennt ihr Damaskus, ja? Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Begab sich Abraham nicht auf diese gefährliche Reise, um nur seinen Neffen zu befreien? Hat er nicht so seine Knechte angesprochen, lasst uns Lot retten? Nein. Er ging auch, um alle Dinge zurückzuholen, die in Sodom und Gomorra weggenommen worden waren. Auch hier können wir sehen, dass Gott die Menschen eines Reiches benutzt, um die Menschen eines anderen Reiches zu segnen. Wisst ihr, wie die Menschen über uns, über Christen denken sollen?
wenn sie unser Tun, unser Wanderung hier auf dieser Erde betrachten. Die sollen Folgendes sagen: Ich kenne diese Leute nicht. Ich verstehe ihre Denkweise nicht, aber was sie tun, das verdient Respekt. Ich kenne diese Leute nicht. Ich verstehe ihre Denkweise nicht, aber was sie tun, das verdient Respekt. Vers 17. Als aber Abraham von Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in Tal Shavesh. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitz des Himmels und der Erde, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Nimm es zur Kenntnis. Das ist es, was wir erreichen wollen. Abraham und seine Männer gingen als Sieger hervor. Und jeder wusste, dass der Sieg von dem Herrn, der Allerhöchsten, kam. Das ist es, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. Abraham ging als Sieger aus der Schlacht hervor, aber der König von Sodom nicht. Warum nicht? Weil der Sieg von Gott kam. Und Niederlage? Auch von ihm. Kannst du dir vorstellen, was der König von Sodom über den Sieg Abrahams gedacht hat? 5 Königen mitsamt ihren Armeen haben ihre Leute, ihre Besitz verloren. Sie konnten ihr Königreich nicht mehr verteidigen. Sie fliehen von Schlachtfeld. Und jetzt, sie begegnen Abraham und der kleinen Schar mit ihm, die siegreich zurückkehrten. Er brachte ihnen alles zurück, was ihnen genommen worden war, all ihre Diener, all ihr Besitz, Abrahams Verwandten und ihre Habe. Sie können es nicht fassen, sie fühlen sich sehr komisch dabei. Und alles, was geschehen war, bringt Gott die Ehre. Was sollen wir noch berücksichtigen, wenn wir diesen Text verstehen wollen? Abraham ist nicht so allein, wie wir vielleicht denken. Abraham ist nicht so allein, wie wir vielleicht denken. In der Geschichte Abrahams entsteht der Eindruck, dass Abraham der einzige Mensch auf der Erde ist, der Gott kennt und eine Offenbarung von ihm hat. Aber das ist nicht der Fall. Das sollen wir auch berücksichtigen. Nicht alle, zum Beispiel, die einst die Arche Noah verlassen haben, sind bereits gestorben. Ein Sohn Noahs mit Vorname Sem wurde 600 Jahre alt. Er war 98 Jahre alt, als er die Arche betrat. Das bedeutet, dass er nach der Flut noch 502 Jahre lebte. Abraham sollte ihn kennen. Auch die Nachkommen der anderen Söhne Noahs, die von Gott wussten, leben noch. Es gab also zahlreiche Menschen, die von Gott wussten. Und in diesem Zeitpunkt tauchte plötzlich Melchisedek auf, von dem wir bisher noch nichts gelesen haben. Woher kommt er? Wir wissen es nicht, aber er ist ein Priester des allmächtigen Gottes. Er lobt und verherrlicht Gott. Er hat richtigen Gottverständnis, Gott der Allerhöchste. Er verkündet die richtige Botschaft. Gott hat Abraham den Sieg geschenkt. Abraham ist nicht so einsam in dieser Welt, wie wir vielleicht denken.
Und wenn wir über uns nachdenken, wir neigen manchmal dazu, uns einsam zu fühlen, und wir fragen uns, wo sind meine Glaubensgeschwister? Und es scheint, als gäbe es niemand außer uns, aber das stimmt nicht. Es gibt eine gute Nachricht für dich. Als Kind Gottes, du bist nicht allein in der Welt. Und die Geschichte von Abraham zeigt das. Als Nächste, in dieser Begebenheit lesen wir, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, Vers 20. Glaubst du, dass der Zehnte etwa aus dem Gesetz ist? Den Zehnten gab es, bevor es Gesetz gab. Abraham praktizierte es, bevor es ein Gesetz gab. Er bezahlte seine Zehnte an Melchisedek. Warum? Melchisedek hat den Feind nicht verfolgt. Er war nicht in der Schlacht beteiligt. Er hat keinen gerettet. Er hat keine Munition gebracht. Er hat nicht das Geraubte zurückgebracht. Aber er ist ein Priester Gottes. Und das ist genug. Abraham gibt den Zehnten durch den Priester an Gott. Was wir noch über diesen Priester sagen sollen, Melchisedek ist der König der Stadt Salem. Es ist eine Abkürzung von der Stadt Jerusalem. Das Wort enthält den bekannten Begriff Shalom und bedeutet Frieden. Melchisedek ist der König des Friedens. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt uns, dass das Priestertum Christi dem Priestertum Melchisedek überlegen ist. Wir sehen in Melchisedek einen Prototyp von Christus, der uns als Friedensfürst bekannt ist. Melchisedek, der König von Salem, war der Vorläufer von David, der König von Jerusalem wurde. Aus der Wurzel David stammt Christus, der im neuen Jerusalem herrschen wird. Christus wird dort für immer auf dem Thron sitzen und sein Reich wird nie zerfallen, sondern ewig bestehen. Ich kann mir nichts vorstellen, nicht vorstellen. Ich kann das einfach nicht begreifen, wenn das möglich wäre, dass Abraham all das wusste. Aber er steht im Kontext dem gesamten Plan Gottes. Und er ist hier kein Fremder. In Vers 21 lesen wir weiter. Und der König von Sodom sprach zu Abraham: Gib mir die Seelen und ich habe Behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott dem Allerhöchsten, der Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte gegessen haben und das Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Mit anderen Worten, der König von Sodom sagte: Du hast etwas für mich getan? Ich will dir bezahlen. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Nein, ich nehme nichts. Abraham hatte diese Entscheidung schon vorher getroffen. Es ist, als ob er auf eine solche Entwicklung vorbereitend gewesen war. Er war entschlossen, im Land seiner Wanderschaft unabhängig von anderen zu bleiben. Daher sagte er: Du machst mir nichts, du machst mich nicht reich. Ich diene der großen Herrschaft, Gott selbst. Und ich werde mich nicht in eine Abhängigkeit von dir bringen. Bedeutet das, dass Abraham nicht demütig genug ist? Nein. Er erklärt lediglich, dass er einem anderen Herrn gehört, von dem er alles erhält.
und er ist nicht bereit, diese Stelle gegen eine andere einzutauschen. Es ist das treue Bekenntnis, das ein Held des Glaubens öffentlich abgelegt hat. Mein lieber Zuhörer, lebst du in Abhängigkeit von einem wahren Herrscher des Universums? Kannst du auch ein treues Bekenntnis wie Abraham ablegen? Bist du auch durch Gottes Wirken in seinen Plan integriert und von ihm getragen? Abschließend, wir haben uns heute gemeinsam zwei Perspektiven auf zwei Reiche angeschaut, die es gibt. Eins, das jetzt ist, und ein anderes, das noch nicht gekommen ist. Du und ich haben uns den beiden Fremdlingen und ihre Verbundenheit mit diesen Reichen angeschaut. Und es ist wichtig für uns, dies in die Realität unserer Zeit zu übertragen. Wenn Gott dich benutzt, um mich zu segnen, dann preis dem Herrn. Wenn Gott mich benutzt, um dich zu segnen, dann preis dem Herrn. Man darf nicht vergessen, wir leben derzeit in zwei Königreichen. Das eine wird sich in Staub verwandeln. Das andere wird für immer bestehen bleiben. Wir haben Verbündete, aber wir sind Fremdlinge und Ausländer in dieser Welt. Diese Haltung sagt, dass wir zu einem anderen Reich gehören. Wir können es nicht sehen, weil es uns noch nicht sichtbar geworden ist. Wir gehören zu einem Reich, das größer ist als alle Reiche der Erde, die alle Reiche auf Erden. Jeder Sieg auf Erden, den wir errungen haben, wurde uns von der Hand des allmächtigen Gottes geschenkt. Jede Niederlage, die wir erleiden, kommt aus der Hand des allmächtigen Gottes. Und warum? Weil Gott der Allerhöchste über die Schicksal der Menschen herrscht. Amen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass wir aus Genesis Buch lesen dürfen, dass wir Abraham Geschichte so nah betrachten können. Uns fällt sehr oft eine feste Einstellung, ein Glaubensblick zu dir. Ich bitte dich darum, lerne uns vertikal zu denken. Mach aus uns Menschen, die nicht von dieser Welt abhängig sind und von allem, was in dieser Welt geschieht, nicht von dir abgelenkt sind, sondern dass wir dir Treue bewahren und deine Verheißungen in unserem Herzen bewegen, dich anbeten und auf zukünftiger Reich Gottes uns vorbereiten. Wir loben dich, wir preisen dich, weil du allein wert bist. Amen.